Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 6. Ja, der Kanalabonnent Dennis hatte mir noch einen Hinweis geschickt, wie man bei dem Erstellen von Symbolen Pins noch schneller erzeugen kann, als ich das hier im Video gezeigt habe. Und diesen Hinweis möchte ich euch nicht vorenthalten. Deshalb hier noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Symbole erstellen. Ich bin jetzt hier mal in den Symbol-Editor gegangen, habe hier meine Tutorial-Bibliothek angewählt und ich sage jetzt einfach mal hier neues Bauteil, neues Symbol erzeugen. Ich nenne es jetzt einfach mal Test und es geht ja nur darum, um euch das zu zeigen, wie man hier schnell Pins ablegen kann. Sage jetzt hier OK und jetzt habe ich ja hier die Möglichkeit, entweder hier über die Werkzeugleiste oder über die Taste P Pins hinzuzufügen. Ich klicke einfach mal, nachdem ich die Taste P gedrückt habe, links irgendwo in mein Feld hinein, in mein Zeichenfeld. Den PIN-Namen lasse ich frei. Jetzt gebe ich vor, bei welcher PIN-Nummer ich starten möchte. In dem Fall jetzt hier einfach mal bei der Nummer 1. Und wir lassen hier die anderen Einstellungen einfach mal so, wie sie sind. Und ich sage, okay, jetzt hängt das hier also dran. Und wenn ich das jetzt ablege, einmal links klicken, kann ich jetzt mit der Taste einfügen, das hier einfach weiter reinsetzen. Ihr seht, ich drücke jetzt hier nochmal einfügen, 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 einfügen und so weiter und so fort. Und da habe ich ruckzuck hier meine ganzen Pins abgelegt. Ich klicke jetzt mal hier drüben rein und sage, ich möchte jetzt, ich bin ja hier bis zur Pin Nummer 11 gekommen. Jetzt sage ich, ich möchte jetzt hier bei meinethalben 25 weitermachen. Auch das würde theoretisch gehen. Ich lege es hier rein ab und dann sage ich einfach hier einfügen und ihr seht, das funktioniert auch. So, jetzt habe ich hier im Prinzip erstmal einfache Pins abgelegt. Ich gehe dann hier in meine Pin-Tabelle und könnte jetzt sagen, eben was weiß ich, der erste Pin heißt PDD, ist ein Eingang, der nächste ist hier meinethalben Antenne, das soll mein Ausgang sein. Und der nächste ist dann von mir aus nicht connected. Dann kann ich das auch hier in dieser Tabelle auswählen und kann hier vielleicht noch ein anderes Symbol dazu nehmen, also ein anderes Zeichensymbol, wenn das jetzt hier zum Beispiel invertiert wäre, was jetzt bei einer Antenne natürlich nicht passt, aber ist egal, ich möchte es euch nur zeigen und ich sage jetzt hier gleich mal okay und wir sehen ruckzuck habe ich das jetzt hier angelegt. Ich mit der Taste M schiebe ich das mal hier rüber, markieren, Taste M drücken und dann sehen wir hier, die ersten drei Pins sind jetzt hier schon ruckzuck beschriftet und auch zugewiesen in ihren elektrischen Eigenschaften und so kann ich jetzt hier schnell Pins erzeugen, mache hier meinen Rahmen drum und sage dann einfach, okay, ich möchte jetzt hier schnell und zügig meine Pins dann entsprechend mit markieren, Taste M rotieren, entsprechend ansetzen, so wie ich das in den vergangenen Videos gezeigt hatte. Ich gehe jetzt nochmal hier ins 818 hinein. Das möchte ich euch auch noch zeigen. Ich habe das hier noch ein kleines bisschen überarbeitet. Ich habe mal die Beschriftung hier nach oben rechts gesetzt, da das ja eh durch das eingestellte automatische Positionieren im Schaltplan-Editor sowieso da oben platziert wird, habe ich es hier aus der Mitte rausgenommen und habe dadurch das ganze Bauelement noch etwas kleiner machen können. Und ich kann jetzt hier mal auf diesen Rahmen klicken, auf dieses Rechteck, was ich da aufgezogen habe und sage mal Rechtsklick Eigenschaften oder die Taste E. Und ich kann jetzt hergehen und sagen, ich möchte unter Umständen dieses Symbol hier innen ausgefüllt haben. Gehen wir einfach mal hier drauf, ich nehme hier mal Körper mit Hintergrundfarbe füllen, okay. Und dann sehen wir, wird das jetzt hier mit der Hintergrundfarbe gefüllt. Ich speichere das mal ab und wechsle hier in den Schaltplan-Editor, drücke die Taste A, dann werden die Elemente geladen oder die Bibliotheken geladen, DAA 818. Und dann nehme ich mal hier die aus der Tutorial-Bibliothek hier unten, sage mal hier den Alias als VHF und ich lege das jetzt hier rein und wir sehen, wenn ich jetzt hier daneben klicke, jetzt ist hier also dieses Element mit der Hintergrundfarbe gefüllt. Ich kann aber auch hergehen und sagen, ich wähle nochmal hier diesen Rahmen an, gehe nochmal auf Eigenschaften oder ich drücke einfach die Taste E und sage, ich möchte den Körper mit der Umrandungsfarbe füllen und sage in Ordnung, dann wird das jetzt so gefüllt. Wir sehen aber, dass das jetzt eine Farbe ist, die im Vordergrund ist.
Das empfehle ich also nicht. Es empfiehlt sich dann wirklich, die Hintergrundfarbe zu nehmen und das so zu nutzen. Dann, wenn man das möchte, dann wird also hier quasi von dem Symbol auch das Raster dahinter verdeckt. Soweit noch als Info dazu. Damit kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen rumspielen, wenn das nötig ist. Vor allen Dingen hinsichtlich des Kontrastes ist das vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man jetzt hier nicht unbedingt das Raster im Hintergrund sieht. So, ich speichere das mal ab. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Viel Spaß mit KiCad und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.